Auf geht's. Da hinten leuchtet's und flackert's. Oh ja, und jetzt kommt das Highlight des Spiels. Das müssen wir überlegen. Der langhaarige Zottel hat eine Freundin. Die ist ein Trottel. Hier war nichts mehr, wa? Okay, dein Highlight des Spiels. Das macht jetzt richtig Fun. Jawoll. Ach, da hinten war der Kessel, genau. Und was mag das wohl sein? Grunty's Furnace Fun. Willkommen, Gruntilda ist mein Name. Es spielen der Bär und die Vogeldame. Da steht der Held, der sich bis zum Quiz gequält. Jetzt geht es einmal noch hoch her. Für die beiden wird es jetzt zu schwer. Wunderschöne Preise locken. Wollt ihr in der Stube hocken? Ein kleines Quiz ist wunderbar. Und Tutti bleibt für immer da. Der Weg ist lang und schwer. Euer Pech erfreut mich sehr. Bald nimmt ein Lavabad der Bär. Das Bild wird sicher legendär. Und lauft auf das Brett. Und drückt A. Dann wird es nett. Okay, Gruntel hat uns ja eigentlich schon alles erklärt. Das wird jetzt ein großes Brettspiel mit vielen, vielen verschiedenen Felderarten. Und je nachdem, auf was für ein Feld ich so laufe, muss ich dann verschiedene Aufgaben lösen. Und ganz ehrlich, ich weiß gerade überhaupt nicht. Eine kleine Antwort betreffend das Spiel. Hoffentlich verlange ich nicht zu viel. Ja, hier kommen auch Fragen. Also kommt irgendwie alles dran. Wir starten einfach mal durch. Kann es sein, dass du nicht weißt, wie die Sprungattacke heißt? Schnabelsprung. Doch, das weiß ich. Ja, okay, das war jetzt einfach. Ja, und jetzt kann ich ein Feld weitergehen. Ich rieche schon den Braten. Du hast sicher nur geraten. Ach ja, und hier muss ich, glaube ich, irgendwas... Wer das Spiel nicht hat, verpennt. Der sicher jedes Bild erkennt. Ja, hier werden mir Bilder gezeigt aus dem Spiel, die ich dann zuordnen muss. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Ja? Wie... Ja, hier kommen teilweise richtig krasse Bilder dran. Ich muss ganz ehrlich gesagt raten. Okay, das war falsch. Ich freue mich an deiner Qual. Drücke A und probiere es. Nochmal. Noch einmal. Na gut. Wenn du keiner das den Text kennen wir mittlerweile. Hoffentlich ein besseres Bild. Das ist aber Klenker. Ja. Boah, wo war denn das Bild gerade eben, ey? Das hat man ja gar nichts erkannt. Also ich zumindest nicht. Ja, das ist Klenker. Ja, wie wir sehen, das Brett ist groß, also das wird eine Weile dauern. Höre die Menge, sie schreit ganz verzückt. Wenn du verlierst, wird sie verrückt. Auch mit dem bisschen Energie rettest du deine Schwester nie. Meine Güte. Wo gehe ich jetzt lang? Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Kann ich hier überhaupt gucken? Da ist ein extra Leben, da muss ich also nicht lang. Hier habe ich eine Gruntilde. Also hier habe ich nur zwei Fragen, dann gehe ich natürlich hier lang. Was du weißt von mir, das möchte ich sehen hier. Nee, sonst kannst du gehen. Achso, haha, ehrlich. Ja, hier werden mir Fragen gestellt und die Antworten hat mir ja Gruntilda schon verraten. Knuddeln tue ich fast nie, doch wenn, dann wohl mit welchem Vieh? Mit was hat ein Gruntilda geknuddelt? Jetzt ist schon wieder so lange her. Ich glaube mit einem Totenschädel, oder? Nicht? Nicht mit einem Ups. Die Menge hofft auf dein Versagen. Du wirst es sicher nie mehr wagen. Knuddelt sie nicht mit dem Dings? Sag mir heute, wie Gruntilda Partygäste erfreut. In der Toilette trinken, oder? Oder was Geisel nehmen? Oh Gott. Ey, das ist schon viel zu lange her. Ich mach mal aus der Toilette trinken. Ah, war richtig gut. Oh, raus! Meine miese Schwester schwätzt alles heraus. Ja, das Problem ist echt, das ist zu lange her. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Auf Mumbo's Mountain in einem Turm. Wie heißt der? Dort tausende Wurm. Ah, Ticker. Das war Ticker. Ja, hier werden teilweise ziemlich heftige Sachen gefragt. Also muss ich das Spiel, wenn man es zum ersten Mal durchspielt, sollte man sich da wirklich versuchen, alles zu merken. Was ist das hier? Ach, Zeitspiel.
Deine Hoffnung will ich dämpfen. Denn hier musst du kämpfen. Okay, das kann gut sein, das kann auch schlecht sein. Nein. Nein. Die Kröten singen das Lied vom Teich. Mach es ihnen gleich. Oh Gott. Das kann ich doch nicht, da bin ich total mies drin. Oh nein, ich will nochmal neu anfangen, Gnade. Kann ich hier irgendwie abbrechen? Hilfe! Oh nein, ich habe keinen Plan. Kriege ich auch Energie abgezogen, wenn ich hier das falsche Vieh treffe? Oh mein Gott, ich kriege wirklich Energie abgezogen. Nein, das werde ich weigere mich. Da weigere ich mich jetzt. Also da, bevor ich jetzt ganz viel Energie abgezogen bekomme, warte ich lieber ab. Oh ja. Egal. Gib mir lieber ein anderes Spiel, das ist krank. Toll, noch ein Energiepunkt weniger. Ach ja. Ich hatte das Brettspiel nicht so schwer in Erinnerung. Wo geht's hier bitte lang? Oh oh, es ist so weit. Okay, was kommt dieses Mal? Ah, das klingt schon viel besser. Passen müssen immer zwei, doch die Zeit ist bald vorbei. Na toll, und dann habe ich noch die scheiß Mumie hier mit dazwischen. Banjo, Feder. Okay. Banjo, das ist gut. Fängt ja sehr gut an. Oh, und wenn die dumme Mumie hier nicht wäre. Jinjo? Musiknote? Ei, toll. Jinjo, ah, interessant. Oh, geh weg. Ich mag dich nicht. Honigwabe? Wirst du immer schneller oder bilde ich mir das ein? Nein, ich wollte den hier treffen. Kazui? Ei, halt das Ei mal. Wo war das Ei? War das hier oben? Ja. Oh, geh weg, du alle Mumie. Honigwabe, die war hier. Feder, wo war hier die Feder? Oh Gott. Hier? Ja. Kazui, die war da hinten. Genau, wo jetzt die Mumie draufhängt. Oh mein Gott, wo ist jetzt das letzte Teil? Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Um einmal in die Man muss die scheiß Mumie, glaube ich, töten, ansonsten wird das nicht. Oh Mann, das fängt ja super gut an, dieses Quiz. Nicht schon wieder den gleichen Mist. Den Namen des Spiels soll grad schreiben. Ja, wirst du auf der Strecke bleiben. Bitte? Rückwärts? Oh Gott. Was denken die sich hier bitte aus? O? Da hinten ist noch ein O. Jetzt brauche ich ein Z. Gott, bin ich heute... bin ja richtig schlecht hier in dem Spiel gerade. Wo ist hier das K? Ach, da. J, 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 wo ist das J? Ach, da oben. N, okay, das wird jetzt aber... das wird jetzt aber was. B, 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 wo ist das? Ach, da. Danke. Oh, Mann. Das fängt ja gut an. Oh, Mann, schon die Hälfte der Energie verloren. Wir sind gerade am Anfang. Was schwimmt denn da so dumm im See? Von Mumbus Mountain herum. Hä? Das habt ihr nicht mehr gereimt. Ein Fischschwarm. Oder? Ja. Oh nein, nicht noch ein Zeitspiel. Ich gehe, glaube ich, erstmal hier lang. Wenn du kein ganz dumm bist, dann sage mir, wo das hier ist. Ah ja. Ich sehe nichts. Ah, das ist leicht. Mumbus Mountain, komm. Oder? Oder warte, doch, das ist Mumbus Mountain. Das sind die Hütten. Mumbus Mountain. Haha, take this. In Mumbus Dorf, da steht ein Pfahl. Sein Name wäre der erste Mal. Oh, Juju oder Lulu? Ich glaube Juju. Ja, wunderbar. Vier Töne wirst du hören. Deinen Erfolg werde ich stören. Oh, das ist ein Joker. Den werde ich mir auf jeden Fall versuchen zu holen. Warte schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Napnut, oder? Napnut. Oder?
Ich würde sagen Nappnut. Conker das Eichhörnchen, ja, schöne Anspielung. Conker macht hier leider nicht mit. Oh, Grundhilda, was haben wir denn dieses Mal? Du bist zwar nicht sehr helle, doch wie war in der Schule mein Name? Auf die Schnelle. Oh, oh Gott, ich habe keinen Plan. Das könnte alles sein. Bussardfratze? Adlernase? Ah, ich wusste es. Ups, ich muss erstmal einen kleinen Schnitt machen. Bis gleich.